Alles klar, willkommen bei einem neuen Part von Five Nights at Freddy's. Wir sind immer noch in der ersten Nacht und ja, der Horror geht wieder los. Ich kann's kaum erwarten. I'm so excited! Na los jetzt, diese Wartezeit, die nimmt bereits jede Spannung weg. Oder vielleicht soll sie auch Spannung erzeugen, weil man aufgeregt ist vielleicht. Naja, gut. Also, der Kevin, der versteht jetzt die Regeln richtig und ich habe mir auch mein Video angeschaut und ich, Telefon! Und ich, weiß jetzt, wie man spielt. Also man darf hier nicht so häufig das hier machen, ne? Man darf hier nicht so häufig das hier machen, ne? Oder das hier. Sondern man muss sich die Energie einteilen, damit man diese Nacht hier sicher übersteht, bis es 6 Uhr ist. Genau, und da würde ich jetzt erstmal vorschlagen, wir machen fürs erste Mal gar nichts und reden ein bisschen mal über... Über was rede ich denn? Über Sachen, die wir reden können. Ja. Also wir haben noch 94 Energie, das ist schön. Denn je weniger Energie wir... Warum verliere ich Energie? Ich meine, ich benutze doch hier gerade nichts, ne? Warum verliere ich dann Energie? Ist es hier dieser Strom oder warum verliere ich Energie, obwohl ich nichts benutze? It makes no sense. Naja gut, ne? Dann kann ich jetzt nicht mehr hier nach unten. Hallo, ich will hier nach unten. Bitte. Hallo, warum geht das jetzt nicht? Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Also ich kann jetzt nicht nach unten gehen, ne? Oh. Ich frage mich, warum das jetzt nicht geht. Ich meine, jetzt kann ich nicht schauen, wo die ganzen Viecher sind. Soll ich vielleicht neu starten? Oder warum geht das jetzt nicht? Also das Spiel wurde echt super programmiert, ne? Ich meine, ich kann jetzt nicht mehr nach unten. Und da bleibt mir nichts anderes übrig als... Richtig, Escape. So, und hier bin ich auch schon wieder. Und geht's dieses Mal? Ja, jetzt geht's. Sehr gut. Huge. Also, von daher, jetzt muss ich wieder warten, bis dieses Telefon sich... Genau. Halt die Klappe. Schön nervig. Hier mit diese Anrufer. So, nur mal schnell schauen, damit ich mir ein Bild machen kann von den ganzen Sachen, die hier sind, ne? Huge. Die sind noch brav, das ist gut. Aber das wird sich ändern. Spätestens in Stunde 3 drehen sie am Rad. Also in 3 Stunden quasi. In diesem Spiel, natürlich. Und währenddessen, würde ich sagen... Was würde ich denn sagen? Ich muss jetzt ein bisschen Zeit totschlagen, glaube ich. Gut, also um 12 Uhr morgens, da passiert nicht so viel. Also, wir haben 6 Stunden, die wir durchhalten müssen. Das heißt, pro Stunde sollte ich... Das sind 12%, ne, das sind 100% durch. Also schauen wir mal nach, was sich verändert hat. Jetzt hat es sich gerade auf 1 umgeschlagen. Die sitzen noch brav am Ort des Geschehens, die 2. Oder die 3 in dem Fall. Ja, sollte von daher. Also, wir sollten pro Stunde ca. 16% ungefähr verschwenden und nicht mehr. Ja, jetzt muss ich warten, bis irgendetwas passiert. Das ist der Coup hier an diesem Spiel und das soll auch die Spannung erzeugen. Gut, die sind noch brav. Hallo Entertainment. Hm.
Und so langsam werde ich angespannt. Und nervös. Schauen wir mal nach, was jetzt, hier so los ist jetzt. Okay. Jetzt werde ich nervös. Jetzt werde ich echt nervös langsam. Noch 4 Stunden, dann haben wir es geschafft. Das heißt, 4 mal 16 sind. 4 mal 16 sind 64, das heißt, wir haben jetzt noch 3% Überschuss. Das heißt, ich kann ruhig ein bisschen was verschwenden jetzt. Oh Mann, jetzt geht's bei mir los. Jetzt geht's bei mir los. Die Nervosität. Und die Paranoia kommen jetzt. Oh, jetzt ist 3. Alles klar, keine Panik. Ein Viech ist nicht mehr da. Oh, es scheint hier zu sein. Gut, alles klar. Das sollte ich beobachten. Scheint hier in diese. Oh! Jesus Christus! Alter, habe ich mich jetzt verjagt hier. Verdammt! Alter! Geh da weg! Komm, geh wieder dahin! Also er ist jetzt hier, ne? Oh nein! Und der andere, der ist auch da. Gut, also 2 sind hier. Die kommen also von der linken Seite aus. Und der andere, der ist noch brav. Oh, ich muss mich beruhigen. Ich habe Angst, ich habe Angst. Wo ist der jetzt? Wo ist der jetzt hin? Hä? Wo ist der zweite hin? Oh Gott, die Kamera ist weg. Hä? Alter! Nein, es ist 4. Okay, sind beide hier. Und der andere, der scheint noch da zu sein. Hä, wo ist der jetzt hin? Hä? Halt! Wo ist der andere? When I was a little filly and the sun was going down, I hide into my pillow from what I saw. But Mammy said that was no way. Then she said, oh. Scheiße. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Warum kann ich. Hallo, ich will jetzt verlassen. Ich will jetzt verlassen. Oh. Warum kann ich hier jetzt nicht mehr raus? Ich kann nicht mehr aus diesem Menü raus. Ich kann da nicht mehr raus. Hallo. Warum kann ich da nicht mehr raus? Ich will da raus. Ich will da raus. Hallo. Wo sind denn die jetzt? Oh Gott, einer ist da! Einer ist da, einer ist da, einer ist da, okay. Und wo ist der andere? Wo ist der andere? Oh Gott, nein, der steht direkt vor meiner Tür! Ich muss zu, ich muss, aber ich kann nicht verlassen! Ich kann dieses Menü nicht verlassen!
Und es ist 5. Ich möchte dieses Menü verlassen, wenn es geht. Es geht nicht. Okay, ruhig bleiben. Es geht nicht. Aber ich muss mich beruhigen. She said, Pinky, you gotta stand up for. Let me feel your tears. So giggly at the ghostie. Got her at the ghostie. Got her at the creepy. No, I got at the peepee. Snarler at the puke. Snarler at the snooky. Gleich passiert was. Ich kann dieses Menü nicht verlassen, ne? Also ich kann zum Beispiel jetzt nicht die Türen schließen, ne? Und die Tür, diese ganzen Viecher, die können mich jetzt auch ohne Problem erledigen. Und die Musik macht mir jetzt auch perplex. 23, nein. Oh Gott. Alter, wo ist der? Der steht jetzt direkt vor meinem Eingang bestimmt, ne? Oh je. Hä? Oh, ich hab's geschafft. Oh. Oh, Gott sei Dank. Ich hab's geschafft. Oh nein, Nacht 2. Boah, das hat mich jetzt echt verrückt gemacht, ne? Jetzt, wo ich das Menü nicht verlassen konnte. Gerade eben. Da wurde ich gerade erst richtig panisch, sag ich mal, ne? Ihr habt es gemerkt. Boah. Heilige Scheiße. Jetzt muss ich mich erstmal beruhigen. Aber ich muss. Aber ich habe keine Zeit, mich zu beruhigen, ne? Denn es geht weiter. Halt die Klappe. Der erste, der ist schon weg. Was? Der ist schon hier? Was? So schnell! Oh, das geht ja gleich richtig zur Sache hier. Okay, er ist hier. Mensch, ich habe Probleme mit diesem Menü. Jetzt kann ich es wieder nicht öffnen. Ihr seht es. Na, was ist denn jetzt? Ich kann das Menü. Also das Menü hier unten hat ein paar Probleme, glaube ich. Ich muss es, glaube ich, ein bisschen fixen. Ja, also ich versuche es zu fixen und dann sehen wir uns gleich wieder. Mit Nacht 2. Also, bis gleich. Ich habe das jetzt ein Spiel jetzt neu gestartet und den Prozess auf maximal gesetzt. Und ich glaube, jetzt sollte dieser Bug hoffentlich weg sein. Vielleicht muss ich auch ein bisschen sensibler hier reingehen, damit es nicht kaputt geht. Ne, weil immer mit Gewalt so pam, ne? Oh Gott. Okay, dieser Typ ist hier. Hier sieht man seinen Schatten. Und wo ist der andere? Verdammt! Wo ist der andere jetzt schon wieder? Ey, das geht ja gleich super los hier. Okay, einer ist dort, glaube ich. Und einer ist hier, das sehe ich. Aber wo ist der andere? Einer ist... Was zum... Alter! Aha. Okay, da ist einer. Verdammt! Es geht ja gleich krass los hier. Soll ich die Tür aufmachen? Nein, nein, besser nicht. Ich bin fast wie Freddy's. La la la, la la la, la la, la la la. Oh, er ist weg. Okay.
Alter, dieses Spiel. Bald so. Und jetzt macht mich die Soundkulisse auch noch fertig. Einer ist hier. Und einer ist hier. Na, aber der zeigt sich hier nicht. Wird jetzt gleich da sein, glaube ich. Ich fange nicht zum Flirren an. Ich kann das nicht mehr. Komm, du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es. Ich halte gerade ein Auge bei mir gerade verdeckt, ne, weil ich gerade so einen Schiss habe. Alter. Nacht 2 geht gleich krass los, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh, dieser Typ macht mich fertig. Ja, ich habe Angst, ne? Merkt man sicherlich. Vielleicht aber auch nicht. Ich versuche mich jetzt zusammenzureißen. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Alter. Guten Tag. Wir haben noch 3 Stunden. Dann habe ich es hinter mir. Noch 3 Stunden. Jetzt muss ich mir die Energie einteilen. Entertainment ist da. Entertainment, ich hasse dich. Möchte gern Spongebob. Ich bin hier echt am Verzweifeln gerade. Mensch, wie mich alle hier so fertig machen, das ist unglaublich. Also ich werde in diesem Let's Play sicherlich noch eine Webcam einbauen, wenn es noch länger dauern sollte. Ja, dann seht ihr, wie ich hier gerade am Ableiten bin. Alter. Und es ist 4. Also man kann sagen, was man will, aber spielt es selber, ne? Kostet 5 Euro bei Steam, das Spiel. Dann verzweifelt ihr auch jetzt gerade so wie ich. Nee. Also, ne, wenn ihr euch mal richtig abficken wollt, euer Hirn, ne, dann kauft euch dieses Spiel. Es lohnt sich. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, natürlich. Also, einer ist hier. Irgendetwas ist dort. Und einer ist da. Vor dem habe ich am meisten Angst. Alter! Das Schlimme ist mit das mit dem Energiesparen, ne? Man muss gleichzeitig denken und man ist angespannt. Ah.
man muss denken, wie man die Energie am besten sich einteilen kann, damit man die ganze Nacht übersteht, ne? Scheißendrich, ich schaff das! Es ist 5! Jawohl! Noch eine Stunde! Yes! Tschüss! Na komm schon! Und! Schönes Spiel! Macht richtig Spaß! Oh ja! Plüschtiere sind schön! Öffnen wir mal die Tür! Nein, doch nicht! Ich öffne die Tür! Genau! Für unseren lieben Häschen! Ja! Ich mag Häschen! Häschen sind das Beste! Genau! So, ich mag Häschen und jetzt öffnet diese... Oh Gott, ich hab noch einen Halt, ich mach jetzt gar nichts mehr! Und wenn ich drauf gehe, ich mach nichts mehr! La la la, la la la, la la la, la 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 la! Ich bin tot! Ich bin tot! La la la! Ich hab's geschafft! Nacht 2 ist geschafft! La 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 la! Ich hab's geschafft! Bam 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 bam! Ich hab's geschafft! Also, nach diesem Let's Play werde ich angeliefert. Und ich glaube, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ich Nacht 3 mache. Also, bis dann. Ich muss erstmal meine Windeln wechseln. Also, wir sehen uns dann. Ne, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Jan KLP. Ciao.